das Friede werde, kommt das Friede werde, Hirt und König, groß und klein, Kranke und Gesunde, arme Reiche lädt er ein, freut euch auf die Stunde, freut euch auf die Stunde. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger von Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Lobt Gott, ihr Christen, alle klappt in seinem höchsten Thron, der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, und schenkt uns seinen Sohn. Er kommt aus seines Vaters Schoß, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden. Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe, und Ehre sei Gott in der Höhe, auf Ehre sei Gott in der Höhe.
Was soll das bedeuten? Es taget ja schon. Ich weiß wohl, es geht erst um Mitternacht rum. Schau so daher, schau so daher, wie glänzen die Sterne, je länger, je mehr. Treib zusammen die Schäflein für Bass. Treib zusammen, dann zeig ich euch was. Dort in dem Stall, dort in dem Stall, werdet Wunder ihr erleben, treibt zusammen einmal. Ich hab nur ein wenig vom Weiten geguckt, da hat mir mein Herz vor Freude gehupft. Ein schönes Kind, ein schönes Kind, liegt dort in der Krippe bei Esel und Rind. So gehet und nehmet ein Lämmlein vom Gras und bringet dem schönen Christkindlein etwas. Geht nur fein sacht, damit ihr dem Kind Unruhe macht. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Komm, wir gehen nach sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Yeah.
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.